wenn dann Leute zusätzlich gebraucht wurden, dann guckte mein Inspektor, der mir gegenüber saß, guckte mich an. Und dann sagte er, wie sind das gut, hast du Lust, hast du Typ? Und dann, ja, bin ich dann raus und hab den Ewer-Führern mitgeholfen. Und wir haben also alles Mögliche transportiert. Tabak in Balen, Fischmehl in Säcken und lose Ware und Sackware und also so querbeet, nicht immer was gerade anlaufen. Nicht? Ich wurde natürlich immer so ein bisschen verscheißert, weil ich ein Bürohengst war. Und dann haben sie dann ihren Tappen manchmal so ins Wasser gehalten und kriegte ich dann so eine Dusche ab und so. Aber es war alles, ja, wie soll ich sagen, alles so eigentlich mehr herzlich als bösartig so. Nicht? Ja, und bei meiner ersten Schicht, das war dunkel schon, Winter, da war der eigentliche Ewer-Führer, der hatte sich verspätet, dem ich helfen sollte. Nicht? Und wie gesagt, oben an Deck, da drängelte dann der Decksmann, wann geht das denn los? Und mach mal, mach mal. So, und die Hieben, die waren schon, das war Exportgut, Kisten, die waren schon fertig aufgestellt und dann kam das Seil von oben mit dem Haken und ich glaube, so ein aus Reet, so ein Durchholer, was so eine lange geflochtene Stange mit einer Schlaufe und die wurden unter der Kiste dann durchgezogen und dann wurde der eingehakt und das Seil und dann sagte man, heave up. So, und was passierte? In der Dunkelheit hatte ich das Seil am Spant durchgezogen und die Studie machte dann diesen. Und von oben. Der Decksmann, die Stimme, so ein älterer, der da sagte: Mio, jetzt der Schub mit anbummeln. Und ich habe natürlich so eine Birne gekriegt und so weiter.